im Verhältnis von Körpersprache zu Sprachkörper lief mir gestern eine schöne Metapher über den Weg. Feinsprecher von Wörterspeise. Und nicht Feinschmecker von Götterspeise oder Götterdämmerung. Korrelativ zur Aufspaltung in die Zweigeschlechteten oder als Zweigeschlechtete existieren die zwei Begehrenstriebschicksalsaufspaltungen und die Ausweitung der Kampfzone dazwischen als das dritte Strukturbegehren. Diese drei Seiten haben jeweils ein euphemisierendes, idealisierendes, tröstendes Spiegelabbild. Die zweite, die aharontische Seite, sagt, was soll das Ganze, wenn das Prinzip sich nur wieder in Selbstauslöschung, Selbstzerstörung erhalten kann. Also die drei Paradoxien. Einerseits weiches Genießens, Fleischsubstanz zu sein, sonst würde keine Annäherung, Verschmelzen, Synthese, Penetration, Einnistungsfunktion zugelassen. Und die Weichfleischlichkeit, die Flexibilität ist notwendig, damit die Flexibilität des Lebendigen gegen die Auslöschung nachgeahmt wird. Zweitens. Das widerspricht schon in der Tatsache, dass diese Liebes-Verschmelzungs-Annäherungs-Phantasmen, dieser anabole Prozess gegen den katabolen Prozess wieder gefolgt wird. Vom Proton Pseudos, von der notwendigen Ablösung, dem Verrat, der Partikularisierung, denn wenn alles als eines verschmolzen bliebe und sich nicht wieder abtrennte und dazwischen das unendliche Leere eines, der unendlichen Abstandsleere eines Vakuums nicht entstünde, dann könnte, wie Demokrit schon verstanden hat, sich überhaupt nichts bewegen. Dann könnte das Prinzip des Heraklitischen sich Verschiebens gegeneinander, sich Bewegens, Bewegens, sich Ereignens überhaupt nicht stattfinden. Alles stünde still und damit wäre das Versuchsprinzip der Bewegung, der Flucht, des Ringelreihens gegen das endgültige Ausgelöscht werden, gegen das Stillstehen, das ewige Nichts sich bewegen können, auch zunichte. Also die Paradoxie in sich schon. Zuerst Synthese, Annäherung, weichfleischliche Vereinigungen, dann wieder Trennung, Partikularisierung, Abtrennung, Proton Pseudos. Und drittens, was ist der dritte Punkt? Dieses internen Nichtbemerkens, nicht zu bemerken dürfenden Vorgangs. Pause.